So, dann schauen wir uns jetzt mal an, was es heute für neue EU-Medienmärchen gibt und was hier wieder für Geschichten verbreitet werden. Was ist das denn? Ach Gott, das hatte ich befürchtet. Bundeskanzler Friedrich Merz gibt nach beim Euro-Lastenausgleich und stimmt diesem zu. Das muss ich meinem Vater erzählen. Hallo, Dad. Die Nachricht über den Euro-Lastenausgleich gehört. Das wird Deutschland in meinen Augen komplett in den Abgrund stürzen. Was ist jetzt los? Hallo? Ihr Account wurde vorübergehend gesperrt? Was soll denn das? Oh, nicht schon wieder. Das gibt's doch nicht. Diese Kontrollen, das regt. Droht uns nun genau das? Die Kontrolle in den sozialen Medien und in jeglichen Chat-Mechanismen? Die EU möchte genau das. Sie möchte, dass jeder Chat in der EU überwacht wird. Die Gründe dafür schauen wir uns jetzt an und was das für uns alle bedeutet. Genauso, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und dieses Thema ist ernst, denn es wird jeden von uns betreffen. Die EU möchte in Zukunft alle Chats kontrollieren lassen und zwar nennen sie als Begründung den Kampf gegen den Kindesmissbrauch. Ein sehr ernstzunehmendes Thema, wie ich finde. Eine künstliche Intelligenz soll auf Plattformen nach Hinweisen zum Kindesmissbrauch suchen und dabei sollen Bilder, Videos, aber auch jegliche Anbahnungen dieser Kontaktaufnahme Minderjähriger beobachtet und sofort festgestellt werden. Betroffen sind unter anderem die Telefone, E-Mails, Chat, jegliche Formen, Messenger, auch Teile von Spielen, Datingportalen oder Videokonferenzen. Es bedeutet, sie werden bei jeglichen Kommunikationen im Internet in Zukunft auf EU-Basis komplett transparent. Die Betreiber der Kommunikationsdienste, zum Beispiel Facebook, müssen eigenständig dafür sorgen, dass diese Kontrollen und Hinweise an ein geplantes EU-Zentrum, so wird es genannt, weitergeleitet wird. Und dieses soll wiederum der EU-Polizeibehörde Europol untergeordnet sein. Geplant ist also ein flächendeckendes, von Brüssel ausgehendes, komplettes Überwachungssystem. Derzeit handelt es sich noch um einen Gesetzesentwurf der EU-Kommission. Das EU-Parlament muss hierbei noch zustimmen. Und erstaunlicherweise ist der Aufschrei in der Öffentlichkeit hier groß, was ich nicht erwartet hätte. Selbst in den Massenmedien erscheint sehr viel Ablehnung gegen dieses Thema und auch Facebook sprach sich öffentlich gegen diese Chatkontrolle aus, weil es natürlich auch massive Mehrarbeit bedeuten würde. Das IT-Medium Golem berichtet dazu Folgendes: Wichtige Grundrechte wie das Fernmeldegeheimnis oder die Integrität informationstechnischer Systeme würden mit einem Federstrich beseitigt. Dann kann niemand sich mehr auf die Vertraulichkeit seiner Gespräche verlassen. Es gibt keine Hintertüren, die nur für das legitime Ziel des Kinderschutzes genutzt werden können, schreibt die Gesellschaft für Freiheitsrecht, GFF, in einer ersten Stellungnahme. Und der Plan ist so groß, dass er jeden Einzelnen von uns trifft. Egal, ob sie per WhatsApp oder auf jeglichen Messengern, die unverschlüsselt sind, kommunizieren, ob sie in Facebook, in den sozialen Medien oder per E-Mail schreiben. Alle Verläufe wären in Zukunft transparent, selbst größere Webseiten würden automatisch durchleuchtet und ihre Bewegungsprofile veröffentlichen. Derzeit mag es vielleicht noch als Geheimnis im Hintergrund passieren, in der Zukunft wäre es dann kein Tabu mehr, dass man sie eins zu eins transparent durchleuchten könnte, ohne dass sie sich dagegen wehren können. Man würde dazu nicht mal mehr einen Durchsuchungsbefehl benötigen, um ihre persönlichsten und intimsten Daten zu durchsuchen. Ihre Geheimnisse und ihre Privatsphäre wären futsch und es wäre auch noch völlig legal. Falls der Algorithmus dann anschlägt, schauen sich Mitarbeiter von internationalen Konzernen und Polizeibehörden ihre privatesten Fotos, Videos oder Nachrichten an. Es kann also durchaus sein, dass intimste Bilder in Zukunft bei den Facebook-Mitarbeitern landen, die dann sehen, was sie mit anderen Menschen ausgetauscht haben. Natürlich traue ich unserer Community zu, dass sie intelligent genug ist, solche Daten nicht übers Netz zu teilen. Die Gefahr und der wahre Plan dahinter ist aber ein ganz anderer. Bevor wir über diesen wahren Plan sprechen, möchte ich auch noch darauf zu sprechen kommen, dass es durchaus eine große Gefahr darstellt, dass man Menschen, indem man ihnen pornografisches Material zustellt, sehr schnell in Gefahr bringen könnte. Beispielsweise hochrangige Politiker oder Menschen in der Öffentlichkeit wären sehr leicht in die kriminelle Ecke zu stellen, wenn ihnen diese Daten zugestellt werden, ohne dass sie dafür irgendwelche Verantwortung tragen. Selbst wenn man bei irgendjemandem im Nachgang die Unschuld feststellt, wird dieses Image lange an einem kleben bleiben. Ich möchte hier nur an das Stichwort Kachelmann erinnern. Doch die viel größere Gefahr dabei ist, was man mit ihren Daten machen kann. Algorithmen beispielsweise könnten ihre persönlichen Profile durchforsten und ihr Vermögen, das noch nicht im offiziellen Vermögensregister der EU gemeldet ist, recht schnell und einfach melden. Man könnte auch zudem in politischen oder regierungskritischen Chats ganz einfach dafür sorgen, dass ihre Profile
deaktiviert werden. Sie wären also mit einem Fingerschnips weg, sollten Sie sich politisch oder regierungskritisch äußern und diese Aussage jemandem zu nahe treten. Um zu verstehen, was alles möglich ist, schauen wir uns mal die Beispiele an, die bereits existieren. Großbritannien führte im Jahr 2013 den sogenannten Pornofilter ein, der, wie sich dann im Nachgang herausstellte, auch andere Inhalte zensierte. Auch der chinesische Internetriese Tencent, also das Google Chinas, hat 1 Milliarde Nachrichten durchsucht und dann wiederum die Nutzer von WeChat, also das WhatsApp Chinas, genutzt, um diese mit Filtern zu versehen und letzten Endes die Menschen in Cluster zu schaffen. In diesem kurzen Video sehen Sie einen Chinesen, der in die USA ausgewandert ist und zensiert wurde aufgrund dessen, dass er auf WeChat regierungskritisch geschrieben hat. Sehen Sie selbst. My WeChat account is permanently gone, unfortunately guys. And that's my personal WeChat. I use it to communicate with my family, my friends back in China, but recently, I share some of my personal thoughts in my family member WeChat group, and then it turned out that I couldn't do that. I didn't mention anything sensitive. I kind of tried to hint that I dislike some of the certain policy from the top of the China leadership. It's also a pretty small WeChat group. We only have 9 members. My grandparents, my parents, my uncles, and my cousin, and some of my other family members. My wife is also inside. It's a pretty private group. Um der eigentlichen Frage auf die Schliche zu gehen, ob das Ziel erreicht wird, dass man den Übeltätern, die dem Kindeswohl schaden, damit auf die Schliche kommt, muss ich ganz klar sagen, ich gehe nicht davon aus. Denn Personen, die so eine hohe kriminelle Energie mit sich bringen, würden andere Kommunikationsmittel finden und auf diese ausweichen, die sich besser verschlüsseln lassen und somit nichts in die Öffentlichkeit gerät. Ein Richter und Politiker der Piratenpartei, Patrick Breyers, sagt dazu Folgendes. Missbrauchstäter tauschen ihr Material nicht über kommerzielle E-Mail, Messenger oder Chatdienste, sondern organisieren sich über selbstbetriebene geheime Foren, ohne Scanner zu installieren. Bilder und Videos laden sie außerdem typischerweise als verschlüsselte Archive hoch und teilen nur die Links und Passwörter. Chat-Kontrolle-Algorithmen erkennen weder verschlüsselte Archive noch Links wieder. Laut Herrn Breyer würden den Strafverfolgungsbehörden diese Mechanismen zum Problem, denn sie wären massiv überlastet in der Kontrolle bei all den Bewegungen und Aktionen und Schriftwechseln, die im Internet stattfinden. Zudem schlagen laut der Schweizer Polizei in 90% der Fällen diese Filter falsch an. Zugegeben, es wirkt ein bisschen, als wäre der große Begriff des Kindesmissbrauchs nur vorgeschoben, um einen Kontrollmechanismus zu installieren. Denn große Instanzen wie beispielsweise das World Economic Forum oder auch andere große, namhafte Technologieplayer pushen diese digitale Agenda massiv. Stichworte wie beispielsweise ID 2020, Noun Traveler, CBDCs oder die vierte industrielle Revolution suchen immer mehr Einkehr in unseren Medien und man hört sie mittlerweile an jeder Ecke. Auch die westlichen Staaten setzen mittlerweile immer mehr auf die digitale Kontrolle und werden damit auch stückweise totalitärer. Die kanadische Regierung hat beispielsweise Corona-kritischen Protestanten einfach die Konten gekündigt und diese Konsequenz könnte sie dann auf diesem Weg noch einfacher treffen. Das Video dazu hat übrigens mittlerweile über 190.000 Aufrufe, schauen Sie dort gerne mal vorbei. Was können Sie also konkret tun? Ich empfehle im Freundeskreis und im Bekanntenkreis diese Informationen zu verbreiten, damit das Falschwissen und die Gefahr, die dahinter steckt, auch Einkehr in unsere Gesellschaft findet. Dazu möchte ich auch ganz klar sagen, dass die politischen Debatten frecher und vor allem mutiger werden müssen. Man hat das Gefühl, viele Journalisten trauen sich in den öffentlichen Debatten überhaupt nicht mehr, die kritischen Fragen zu stellen. Man sollte nicht aus Angst schweigen, sondern aufgrund des Strebens der Freiheit diese Fragen in der Öffentlichkeit stellen und diese Themen weiter diskutieren dürfen. Man sollte zusätzlich Parteien wählen, die dieses Thema in der Öffentlichkeit diskutieren und im Parteiprogramm verankert haben. Dienste wie WhatsApp oder Facebook sollten Sie tunlichst meiden, wenn Sie persönliche oder intimste Daten von A nach B transferieren, denn genau hier besteht die größte Gefahr, dass Sie in Zukunft eine digitale, transparente Akte sind, die auf Knopfdruck durchleuchtet werden kann. Sie könnten zensurfreie Plattformen unterstützen oder Messenger nutzen, die verschlüsselt sind. Zudem empfehle ich, in Sachwerte zu investieren, die nicht digital sind und physisch greifbar sind, damit man sie nicht auf Knopfdruck enteignen kann. Falls Sie uns noch nicht auf Telegram folgen, schauen Sie hier vorbei und abonnieren Sie uns. Dort gibt es mehrfach täglich und kostenlos die spannendsten News, die wir hier in der Vielzahl nicht präsentieren können. Das Interview mit Norbert Hering über das Sozialkreditsystem geht aktuell auch durch die Decke. Schauen Sie dort ebenfalls vorbei. Kann Ihnen sagen, es hat es wirklich in sich. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Daumen hoch da lassen und bis bald.